Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zum Braumeister-Simulator. Wir haben im letzten Part angefangen, die große und hohe Kunst des Brauens zu erlernen und sind gerade immer noch dabei, uns durch das Tutorial zu arbeiten. Im letzten Part haben wir hier den Gärbehälter rausgeholt und wir machen uns jetzt dran, die Würze in den Gärbehälter klein gießen. Muss ich den Gärbehälter dafür irgendwo hinstellen? Na, guck mal, ich stelle den mal einfach jetzt mal so hier hin. Dann haben wir hier unsere Würze. Und dann kann ich... Was? Was steht da? Kann nicht im Behälter platziert werden, wenn der Deckel aufgesetzt ist. Okay, warte. So. Hochheben. Nee, warte mal. Ich pack das mal erstmal hier hin. So. Wie kann ich denn den Deckel wegmachen? V. Deckel abnehmen. Legst du immer schön zur Seite, ne? Dann schütten wir das jetzt nochmal entspannt rein. Fülle in. Ich bin etwas, ja gut, los geht's. Und Schüttung einleiten, nicht zu viel. Okay, die Animation beim Schütten von Flüssigkeiten ist echt ganz cool gemacht. Aufhören. So, sieht wirklich gut aus. Eine Packung Hefe aus dem Kombi-Kühlschrank herausnehmen. Geht los. Also, Hefe ist eine weitere Zutat, die kühl gelagert werden muss. Hefe findest du hier. Das da ist die Hefe. Hefe ist für den Brauprozess von entscheidender Bedeutung, da sie vergärbaren Zucker in CO2 und vor allem in Alkohol umwandelt. Vor allem. Außerdem fügt sie dem Bier während dieses Prozesses ihre eigenen einzigartigen Aromen hinzu. Der Vergärungsgrad beschreibt die Effizienz der Hefe, nämlich wie viel des vergärbaren Zuckers sie in Alkohol und in CO2 umwandelt. Der Rest wird nicht zu nicht vergärbarem Zucker. Die optimale Temperatur der Würze ist wichtig, damit die Hefe gären kann. Andernfalls beginnt die Hefe in den Ruhezustand überzugehen oder stirbt sogar ab. Deshalb ist die Kühlung der Würze vor der Zugabe von Hefe so wichtig. Wähle eine Hefe und füge sie deinem Inventar hinzu. Da haben wir American Ale oder British Ale. Ich würde sagen, da machen wir mal jetzt American Ale. Frisch und sauber. Und was haben wir hier? Malzig und süß. Nehmen wir mal malzig und süß. Ein sehr niedriger Vergärungsgrad für kommerzielle Hefe, der zu leicht malzig-süßen Bieren führt. Erzeugt ungewöhnlich holzige... Okay. Dieser sauber schmeckende Stamm funktioniert in jedem Stil, da er keine Geschmacksnoten enthält, die mit den Beiträgen von Hopfen und Malz konkurrieren. Ja, dann nehmen wir doch lieber diese ganz plaine langweilige. Wie viel sollten wir rausnehmen? Okay, einfach nur ein so ein Packen. Die Hefe in den Gärbehälter schütten. Fülle ein. Ich finde es schön, dass man immer diese Schüttanimation hat. Und... Schütte. Einfach rinnen damit, ne? Jawollo. Und den Deckel schließen. Okay. Das kann weg. Deckel zu. Kalender verwenden, um 15 Tage zu warten. Ja, jetzt heißt es halt wirklich warten, ne? Das Ganze muss jetzt vor sich hingehen, Alter. Ich hatte aber nicht so ein fancyes Ding hier. Bei mir war das nicht mit so einem Rücklaufschutz, wo Wasser drin war. Das ist natürlich sehr etepetete, ne? Da kommt hier, und unten kommt der Druck, drückt sich hier am Wasser vorbei, aber hier hast du so einen Rücklaufschutz, damit definitiv durch das Wasser zurück nichts mehr hineinfließen kann, ne? Ich habe hier direkt so einen Pfropfen drauf gehabt. Das war im Grunde wie so ein, ja, wie auch so ein Verschluss, ein Gewicht, das sich nach unten gedrückt hat. Durch den Druck wurde das Gewicht nach oben gedrückt, das konnte vorbeipupsen und dann ist der Deckel wieder nach unten gefallen. Ist natürlich nicht so fancy wie das hier. Das hier ist definitiv fancier, muss ich ganz klar sagen. Okay. Dann verwenden wir jetzt den Kalender und springen 15 Tage weiter. Mit D können wir das hochzählen. 15 Tage und los. Da geht die Zeit rum, ne? Schön. So. Einen Beutel Dextrose aus dem Zutatenregal herausnehmen. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gehabt. Bin gespannt, was jetzt passiert. Dextrosen finde ich wahrscheinlich hier. Hier. Dextrose. Hier wird diesmal irgendwie nichts erklärt, ne?
wird von vielen großen gewerblichen Brauereien als billige und zuverlässig verfügbare Nahrung für die Hefe verwendet. Aha, wir füttern also die Hefe jetzt nochmal wieder an. Na dann. 150 Gramm... Oh, 150 Gramm? Das sind 500 Gramm, okay. 150 Gramm Dextrose zum Gärbehälter hinzufügen. Da müssen wir den Elm erstmal abschrauben. Jetzt müssen wir aufpassen, das dürfen nur 150 Gramm sein. Okay, und einfüllen. Okay, soll reichen. Und Plastikfass klein und einen Schlauch aus dem Ausrüstungsregal herausnehmen. Kann ich das wieder da rein tun oder wie läuft das? Okay. Die Konditionierungsbehälter findest du hier. Konditionierungsbehälter werden in der Konditionierungsphase des Brauens verwendet, in der das Bier mit Kohlensäure versetzt wird. Okay, den Schritt gab es bei mir zum Beispiel gar nicht. Was es bei mir gab, und das war optional, man kann innerhalb der Gärungsphase, konnte man das Bier einmal umfüllen, also von dem einen Behälter in ein anderes, um da ein bisschen Bewegung, Luft und so weiter ranzukriegen. Das ist ein optionaler Schritt, mehr gab es bei mir aber nicht. Also es gab bei mir keine Konditionierungsbehälter und Konditionierungsphase, das wurde alles in dem gleichen Ding gemacht. So, ein luftdicht verschließbares Kunststofffass, in dem Bier konditioniert und aus dem es über einen Zapfhahn ausgeschenkt werden kann, sobald es fertig ist. Wurde bei mir im gleichen Behältnis gemacht. Man hat einfach diesen Pups-Aufsatz abgezogen und einen Deckel zugeschraubt und fertig. Mehr hat sich da nicht geändert. Also da wurde bei mir nichts gemacht. Man sollte es halt nur, wie gesagt, von dem einen Behälter in den anderen umfüllen, der dann als Konditionierungsbehälter gedient hat. Also wahrscheinlich war es halt einfach das Ding. Gut, haben wir rausgenommen. Um dein Bier in den Konditionierungsbehälter zu füllen, brauchst du einen Schlauch. Schläuche findest du in der Kategorie Durchflusskontrolle. So ein Ding habe ich auch. Ein Schlauch. Schläuche werden zum Umfüllen von Flüssigkeiten zwischen Behältern verwendet und können auch am Spülbeckenhahn befestigt werden. Die Schwerkraft spielt dabei eine wichtige Rolle. Der Zielbehälter muss tiefer stehen als die Quelle der Flüssigkeit, damit der Transfer funktioniert. Alter, dass sie das mit rein... Also, dass sie das mit reingepackt haben, finde ich ja mal sehr geil. Okay, nehmen wir mit. So. Okay, einen Schlauch verwenden, um das Bier ins Plastikfass klein umzufüllen. Da macht man jetzt folgendes. Man nimmt den Konditionierungsbehälter, stellt ihn nach unten, dann nimmt man den Schlauch und schließt ihn hier an und schließt einen Schlauch hier an. Und nun geht es los. Gut, ich weiß nicht, wo der Schlauch lang gelegt worden ist. Das ist etwas interessant, die Schlauchführung, aber egal. Solange das funktioniert, ist alles gut. So, stelle das Fass auf eine niedrigere Ebene als den Gerbebehälter, schließe einen Schlauch zwischen dem Hahn des Gerbebehälters und dem oberen Ende des Fasses an und öffne dann den Hahn. Ich habe da jetzt nichts an einem Hahn angeschlossen. Man hätte das hier an den Hahn anschließen können. Ja, geht ja auch so, ne? Ich habe es ein bisschen anders gemacht, als die wollten. Vielleicht sollte ich das nochmal abbrechen. Kann ich den Schlauch nochmal wieder rausnehmen? Halten, um den Schlauch zu entfernen. So, ich entferne mal den Schlauch. Wir machen jetzt folgendes. Ich will das hochheben. Linke Maustaste hochheben. So. So. Und jetzt nochmal. Schlauch anschließen und dann Schlauch hier anschließen. Aha. Und jetzt den Hahn öffnen. Aha, guck mal, so geht das natürlich auch, ne? So kann man das auch machen. Wenn man möchte. Muss man aber nicht so machen. Man kann es auch machen wie ich. So, jetzt füllen wir das alles mal eben um. Da würde ich sagen, nehmen wir wieder die Zeit und beschleunigen die ein bisschen. Hopp, 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 hopp. Ah, wie schön. Guck mal, man sieht das sogar richtig. So, und wieder zurück. Dann können wir den Hahn schließen, den Schlauch entfernen und können jetzt den Fassdeckel schließen. Dann heben wir das Fass hoch und stellen das mal hier hin. Warte, ruhig drehen. So. So, den Fassdeckel schließen und 20 Tage warten. Der Deckel bleibt aufgesetzt, damit das CO2 nicht verloren geht. Auch die Konditionierung ist ein langsamer Prozess. Nutze den Kalender. Los geht's. 20 Tage, meine Lieben. Das ist Zeit, wa? Und los geht's.
Doch geht die Zeit rum, ne? So. Dein Bier kosten und verpacken. Zeit, dass sich deine harte Arbeit auszahlt. Bringe das Fass zu den Zapfhähnen im Verkostungsraum und koste dein Bier. Kann ich das erstmal wieder in den Ausrüstung... Warte mal, upala. Wunderbar. Okay. Dann wollen wir doch mal ab in den Verkostungsraum. Das ist der liebste Raum hier in der Bude für mich, sage ich euch. Da prüfe ich euch hier, meine Lieben. Ab in den Verkostungsraum. So. Bier probieren. Verkostungszusammenfassung. Das Bier hat den Verkostungstest nicht bestanden. Zusätzliche Notizen. Die Chargengröße des Bieres ist zu klein. Die Zugabe von Wasser in den Aufbereitungsbehältern kann dieses Problem lösen. Okay. Irgendwie habe ich Scheiße gebaut. Okay, und nun? Bier probieren. Sollte das so sein? Die Chargengröße des Bieres ist zu klein. Die Zugabe von Wasser in den Aufbereitungsbehälter kann dieses Problem lösen. Ich soll da jetzt Wasser rein tun? Kann das darin befindliche Bier nicht mehr verändert werden? Okay. Ich mach da jetzt ein bisschen Bier rein. Ja gut, da sind noch 0,72 Liter drin gewesen. Aber gut, ich mach da jetzt Wasser rein, okay? Wie mache ich das denn jetzt? Okay, wir schrauben das eben auf. Also das gefällt mir jetzt ja gar nicht, dass wir jetzt hier schon anfangen rumzupanschen. Aber okay, wir probieren es jetzt einfach mal, ja? Ich schließe jetzt den Schlauch hier an. Und schließe den Schlauch da an. Und dann fülle ich da ein bisschen Wasser rein. Das wird ein lecker gepanschtes Bier. Da habe ich ein sehr gutes Gefühl. Ich weiß auch gar nicht, wie groß die Charge sein soll. 21 Liter waren mal die Grundsubstanz. Jetzt sag bloß, da hätten auch noch 21 Liter reingemusst. Wir werden es gleich sehen. Ich habe so das Gefühl, ich muss gleich neu machen. Das Gefühl, ich habe verkackt. Alter, wenn ich das Tutorial schon nicht mal schaffe, ne? So, das wird gleich richtig ekliges Wasserbier. Schön nochmal irgendwie 6 Liter Wasser drauf, weißt du? Geilo. So. Bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Das kann doch nur ekelhaft sein. Naja, mal sehen. Oh, stopp. Oh mein Gott. Oh je. Oh Gott. Ja gut, ich habe ein gutes Gefühl, sag ich mal. Ne? So, dann nehmen wir mal unser Wasserbier wieder mit, ne? Einmal ein bisschen durchschütteln, den ganzen Apparat. Dann probieren wir es doch nochmal. So. Energie ist der Schlüssel. Oh, hier. Oh. Oh, aber ordentlich Alkohol drin. Heide Witzka. Klarheit, leicht trüb. War doch in Ordnung. War doch in Ordnung. Seid ihr eins von, machen wir mal weiter. Frische, sauber. Ja, verrückt. Rauchig, schlecht, 1,3. Ja, okay. Aroma und Geschmack. So mittel. Ist ja richtig übel, was da abgeht. Aber guck mal mit diesem, also wenn du dieses Bild hier siehst, dann komm. Erzähl mir jetzt nicht, dass hier nicht einer Lust bekommt, ein Bierchen zu trinken. Bei dem wunderschönen Bild hier, ne? So, Bierstil. Wir sind so ein bisschen Irish Red Ale. Strong Bitter. Alkoholgehalt 4,48%. Farbe ist ganz nett. Alter, was die dir alles auswerten? What the fuck? Okay, auf dem Verpackungsbildschirm kannst du deinem fertigen Bier einen Namen geben. Den Stil auswählen und auch ein Etikett für die Flasche entwerfen. Okay. Name. Das ist mal der Blaufuchs. Ne? Das können wir schon mal bestätigen. Ich muss auch richtig schreiben, ne? Blaufuchs. Das wäre ja peinlich geworden jetzt, ne? Stil. Irish Red Ale ist okay. Flasche. Haben wir aktuell nur die eine. Da machen wir mal einen Wasserfuchs raus, komm. Wasserfuchs. Wir wollen ja nicht lügen, ne? Glas, guck mal hier. Alter, ist das nice. Also ich würde das mal anpreisen.
Weißen Glas passt nicht so ganz. Stout auch nicht. Ich würde das hier mit anpreisen. Mhm. Etikettendesign, Etikettenvorlagen. Ach du meine Güte. Da gibt's ja einiges. Guck mal hier. Ich würde sagen, ein bisschen schlicht, ne? What the fuck ist denn hier los? Ich würde sagen, schlicht. Sowas hier. Illustrationsrand. Ich weiß nicht, was da passiert. Breite. Ach hier, guck mal da. Aha. Schön glänzen. Textbanner. Ich weiß nicht, was da passiert. Alter, was ist denn los mit den Leuten? Das ist wahrscheinlich so später für andere. Bierstil-Text. Das wird wahrscheinlich der. Ah, guck mal da. Ah, metallisch. Auf jeden. Glänzend auch. Rauheit haben wir auch. Wir haben alles am Start. Da werden wir uns jetzt erstmal noch nicht zu sehr. Biernamentext da. Auch hier metallisch. Der darf ruhig ein bisschen größer sein. So. Wunderbar. Das passt erstmal. Ich würde sagen, fürs erste Bier, das ist ja das erste handgebraute Blaufuchsbier mit ein bisschen Wasser drin, ne? Dafür soll es reichen, würde ich sagen, oder? So. Und zurück zur Brauegge. Wunderbar. Achievements gehen rein. So, wenn du bereit bist, kannst du weiter in die nächste Saison voranschreiten. Glückwunsch, du hast dein erstes Bier gebraut. Experimentiere ruhig weiter. Wenn du bereit bist, kannst du zur Eingangstür gehen, um die nächste Saison zu beginnen. Tipp, in der nächsten Saison erhältst du Zugang zu Rezepten, Jobs und vielen mehr. Da haben wir unser eigenes erstes Bier. Kann ich das irgendwo hinstellen hier? Kann ich das so... Gibt es hier ein Regal oder so, wo man das hintun kann? Hier so? Warte. So, das ist mein allererstes Bier. Wunderschön. Wir haben das allererste Bier gebraucht, meine Lieben. Das allererste Bier. Was ist das? Das ist der Wasserfuchs. Guck mal. Da liegt der rum. Da liegt der rum und reift vor sich hin. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch eins machen oder... Oder sagen wir erstmal, wir machen direkt weiter. Ich würde sagen, wir fahren direkt mit der Story weiter, oder? Hat auch gut funktioniert. Hier Gegenstand reinigen. So, und dann ab damit hier rein. Würde ich sagen, lass mal direkt weitermachen. Und man könnte natürlich jetzt noch ein Übungsbier brauen, aber ich würde sagen, komm, direkt loslegen, ne? Einfach machen. Gehen wir mal los. Wir müssen ja auch vorankommen. Das war auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Okay. Dadurch wird die aktuelle Jahreszeit beendet. Du verlierst alle Biere, die du gerade brauchst. Aber es hat keine Auswirkung auf fertige Biere. Konditionierungsbehälter, deren Verpackungsprozess abgeschlossen ist. Okay. So. Das Brauermagazin öffnen. Natürlich haben wir ein Abo vom Brewers Magazine. Ist ja ganz normal. Oh, guck mal hier mit Limetten und so am Start. Hallo. Weißt du, was das Beste am Bierbrauen ist? Die Leute trinken gerne. Es gibt nur wenige Menschen auf der Welt, die beliebter sind als Heimbrauer. Ich habe dir ein Exemplar vom Brauermagazin geschickt. Einer Zeitschrift, die von der Brauerei-Club-Community herausgegeben wird. Der auch ich angehöre. Jede Ausgabe enthält eine Fülle von Informationen für Hobbybrauer. Rezepte, Artikel, ein Katalog und nicht zu vergessen, Jobs. Womit ich wieder bei deiner Beliebtheit angekommen wäre. Die Dienste eines Braumeisters sind immer gefragt und Jobs sind eine gute Möglichkeit, ein Einkommen zu erzielen und gleichzeitig seine Braukenntnisse zu verbessern. Wieso versuchst du es nicht mal? Schließe einen Job ab. Okay. Können wir da hier rumblättern? So, Tutorial. Zu Beginn jeder Saison findest du im Brauermagazin neue Jobs, Rezepte und Artikel. Diese werden automatisch zu deinem Logbuch und deiner Brewpedia. Jedes Spiel hat heute eine Pedia, Alter. Brewpedia hinzugefügt, die folglich größer werden, wenn du im Spiel Fortschritte machst. Okay, ergibt Sinn. Oh, da ist es wieder soweit. Weiter. Ja, Hahn ist gut. Bleib mal entspannt. Bleib entspannt. In jeder Saison wird es zwei neue Jobs geben, die jeweils Belohnungen wie Biertoken, Meisterschaft und manchmal auch besondere Gegenstände bieten. Es steht dir frei, einen, beide oder keinen der Jobs abzuschließen. Du hast die Wahl. Für diesen Teil des Tutorials musst du allerdings mindestens einen Job abschließen.
Für jeden Job gibt es eine Reihe von Anforderungen, die dein Bier erfüllen muss, damit der Job abgeschlossen werden kann. Es gibt auch eine optionale Bonusanforderung, die bei Erfüllung zusätzliche Belohnungen gewährt. Verfolge einen der Jobs, indem du auf die Schaltfläche Job verfolgen klickst. Alles klar. Das werden wir aber erst im nächsten Part machen, denn jetzt, meine Lieben, machen wir erstmal einen kleinen gebürtigen Break, ne? Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen, hoffe, das war ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst wie immer entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken, tschüss, euer Blaufuchs.